Leute, wenn wir nicht in Clubs können, muss der Club wohl zu uns kommen. Das bedeutet, wir machen jetzt erstmal krasse Vamp-Pimp-Umbau-Action. Wir eröffnen den exklusivsten Club auf 4 Rädern. Egal wo, egal wann, immer bereit für eine kleine Party. Jetzt geht die Party ab! Wir verwandeln unseren Van in einen Club. Bin ich in einem Club? Bin ich in einem Van? Ich kann es nicht zuordnen. Und überraschen unseren alten Mitbewohner Ivan damit zum Geburtstag. Welcome zur E-Van Party. Auf einen vergesslichen Abend, Jungs. Ah, ich bin voll gegen den Auspuff. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella, hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Und heute werden wir eine richtig fette Party schmeißen. Das ist leider nicht so ganz möglich, denn alle Clubs, die es auf der Welt gibt, sind gerade geschlossen. Man kommt nicht rein, weil die Türsteher nicht reinlassen. Pumse nicht rein. Sondern wegen den Corona-Türstehern. Deswegen haben wir uns gedacht, wenn man eine Party schmeißen möchte, was braucht man dann? Genau, man braucht eine Location. Aber die Location haben wir eigentlich schon. Und zwar nicht unsere Wohnung, sondern wir haben ja unseren Van. Also bauen wir einen Club hinten in unseren Van rein, ja? Partylichter, Drinks, alles am Start, gute Musik. In diesem Van haben natürlich nicht so viele Leute Platz. Und es dürfen sich ja gerade auch nur 2 Haushalte treffen. Aber wir haben einen ganz besonderen Haushalt mit einer ganz besonderen Person, die in Hildesheim gerade ist. Und das ist Ivan, unser alter Mitbewohner. Vielleicht könnt ihr euch nachher an ihn erinnern. Ich bin mega am Schwitzen, es ist mega warm draußen und es wird gleich sehr, sehr unangenehm für die Band. Der hat nämlich morgen Geburtstag und wir dachten uns, was schenken wir ihm? Schenken wir ihm eine Wodkaflasche? Ja, wir wissen es nicht, ne? Er ist ja Russe. Und wir haben uns gedacht, hey, wenn er keine Party machen kann, dann holen wir die Party halt einfach zu ihm. Wir fahren nach Hildesheim, werden eine Party hinten im Van für ihn schmeißen und werden ihn damit überraschen, so richtig mit Konfettikanonen und allem drum und dran. Das bedeutet, wir machen jetzt erstmal krasse Vamp-Pimp-Umbau-Action und werden unseren Van in einen Club verwandeln. Zuallererst recherchieren wir im World Wide Internet, was man alles für einen Club braucht. Das gewisse Partylicht aktiviert eines der wichtigsten Sinnesorgane der Menschen und bringt Bewegung in den Raum. Rhythmische Musik animiert die Gäste, sich zu bewegen und das Tanzbein zu schwingen. Und leckere Getränke sind nicht nur lecker, sondern erhöhen den Umsatz. Also go for it. Nun sind wir mit Wissen gefüllt und können mit der Umsetzung starten. Wir brauchen erstmal einen DJ Maurice. Einen, der so richtig krasse Tunes auf Lager hat. Kennst du da zufällig jemanden? Also ich bin's nicht, Maurice, und die Person ist hier mit in dem Raum. Und zwar ist es Maurice, denn vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen. Maurice lädt des Öfteren mal, lässt die Wände beben, ja, und legt hier echt fette Tunes auf. Nein, wirklich, Maurice kann sehr gut auflegen. Deswegen bist du der perfekte DJ für unsere Van-Party. Schlägst du ein? Nö. Also Leute, ich gehe jetzt erstmal alleine los und zwar bin ich Team Dekoration und Drinks und alles so, was geil aussehen soll. Und Maurice ist Team Technik, wir haben uns aufgeteilt, damit wir beide eine Aufgabe haben und die so gut wie möglich bewältigen können. Ich darf Geld ausgeben, ich habe 100 Euro Budget. Wir können nicht reden, weil du nicht mein Status hast. Mehr darf das Ganze auf jeden Fall nicht kosten. Wir brauchen auf jeden Fall Partylichter, darum kümmert sich Maurice. Aber unsere Nachbarn haben da auf jeden Fall einiges am Start, deswegen versuchen wir uns das auszuleihen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Shady. Und wir brauchen nice Party Stuff. Hier ist eine Baustelle, das ist schon mal der richtige Beat, um anzugehen. Yeah, dance, break, woo, woo. Okay, wir brauchen Konfetti, wir brauchen Ruhe. Ich muss sagen, ich war schon echt schön Woolworths, aber das hier, aber hier ist Party-Abteilung. Was auf jeden Fall geil wäre, sind Knicklichter, die können wir alle knicken und dann leuchten sie und die können wir auf jeden Fall sehr gut aufhängen. Ich nehme da direkt mal 3. Echt krass, oder? Es gibt auf jeden Fall schon mal miese Partybecher und Drinks wird es auch geben. Falls du das Video gesehen hast, wo wir in Australien waren und da Silvester verbracht haben, hast du auch gesehen, dass wir uns auch so eine Flasche da gekauft haben. Let's go! Unser Champagne ist auf jeden Fall kalt gestellt. Und die wollte ich unbedingt an Silvester machen und die wurde uns einfach geklaut. Auf dieser Party, deswegen habe ich die diesmal mitgenommen und diesmal werde ich sie auf jeden Fall machen. Ich bin im Supermarkt und jetzt heißt es, wir brauchen ein bisschen Liquid für die Nacht. Damit die Party natürlich auch nicht langweilig wird. Damit Ivan auch ein bisschen was zu atmen hat, bringen wir ihm einfach ein bisschen Berliner Luft mit, ne? Damit der auch merkt, wie schön die Luft eigentlich sein kann. Hey, cool, Leute, es gibt einfach so gefrorene Cocktails. Alter, die sind sogar reduziert. Hier steht auf 3,99 € reduziert. Und wisst ihr, wie viel die normalerweise kosten? 3,99 €. Da haben wir tatsächlich richtig krass gespart. Mehr Monat als Geld. Ich bin wieder back zu Hause. Ich habe mich um meine Sachen gekümmert. Maurice, was hast du gemacht? Ich habe mich auch um meine Sachen gekümmert. Was hast du gemacht? Wir haben ganz viele Lichter. Wir haben noch mehr Lichter. Wir haben coole Party-People. Was für Party-People? Wirst du dann sehen. Okay. Aber du weißt schon, was Corona ist, ne? Hier raus machen wir jetzt eine Bar. Ich habe hier so richtig coole Neon-Schilder. Da können wir irgendwie was Geiles draufschreiben. Wie soll unser... Viel Spaß, das kannst du machen. Ja, wie soll unser Club heißen? Wir brauchen einen Namen. Ivan rückwärts schreiben, also Navi-Club.
Unnormal witzig. Da wird er sich aber freuen. Ja, okay, dann machen wir den Navi-Club. Dann würde ich sagen, bereiten wir das vor, gehen gleich in den Van und pimpen ihn. Bald können wir eröffnen. Die Vorbereitungen laufen. Hier, das ist hier der gute Laune-Button. Weil, ne, du weißt, und das ist Ivan, aber das heißt ja Navy, der Club, weil Ivan ist nicht so ein guter Name. Wie ist es eigentlich da, neben dem Müll zu sitzen? Stinkt ein bisschen. Das war irgendwie geil. Kennen wir eine Bastelecke, Alter, wie das immer aussieht. Was? Okay, also, wir sind eigentlich quasi bereit. Das ist der Partybag. Du nimmst unser Barschild. Super nice, super lecker. Ich weiß, jetzt sieht alles noch sehr grau und trist aus. Aber wir werden diese graue, triste Welt verwandeln in ein Party-World. So, Freunde, das Ding ist, wir haben hier noch keine Bezüge drauf. Die müssen wir morgen auf jeden Fall, bevor wir zu Ivan fahren, holen und die Dinger neu beziehen, damit es nicht so kacke aussieht. Das Ding hier müssen wir safe hier vorne so dran machen, ne? Dann sieht das so ein bisschen aus wie eine Bar, oder? Keine Ahnung, sieht aus wie ein billig geklebtes Plakat. Nein, sieht cool aus wie eine Bar. Dankeschön, danke. Alter, wir haben eine fette Box hier, ne? Voller Lichter. Jesus Christ. Okay, wir probieren einmal eins aus, würde ich sagen. Und schauen, wie das aussieht. Und morgen schließen wir dann alle an. Und it's the party time. Okay. Und sieht das nach einer Party aus? Ja, aber wir werden tagsüber ankommen, das weißt du, oder? Ja, wir werden uns auch in die Tiefgarage stellen, weißt du? Dann hat das so einen kleinen Flair von illegaler Rave und so. Es gibt doch eine Parkgarage direkt neben Ivans Haus, weißt du? Da werden wir uns reinstellen und dann locken wir ihn dahin. Dann spürt er schon langsam den vibrierenden Boden von den bouncenden Bässen. Und dann weiß er direkt, was abgeht. Dann kommt die Überraschungskanone. Hier unten muss man so drehen. Und dann gibt es erstmal ein bisschen Berliner Luft. Ne? Good morning! Es ist der 11.12. Heute hat Ivan Geburtstag. Happy Birthday to Ivan. Maurice ist noch ein bisschen müde, aber wir sind schon auf dem Weg nach Hildesheim, denn die Party muss losgehen. Party muss weitergehen. Jetzt gerade, oh, sieht der Van noch richtig schlimm hinten aus. Wir müssen auf jeden Fall, wenn wir da sind, uns einen guten Platz in der Tiefgarage suchen und alles nice aufbauen. Und ich hoffe, es klappt. Wir sind angekommen und Maurice bezieht hier gerade noch richtig die Beziehungslagen zu den Bezügen. Maurice Omi hat die fertig gemacht. Die sehen so schön aus. Ey, diese Farbe ist einfach so summer in your face. Und jetzt machen wir den Van schön und dann fahren wir jetzt gleich in die Tiefgarage und... Hä, sowas Kurzes sagst du zu den Bezügen? Wir haben so viel Geld dafür ausgegeben und jetzt sagst du einmal kurz, das sind die Bezüge? Nein, wir wollte die unbedingt haben. Ja, also die sehen auch... Das wertet den Bus 1000% aus und jetzt sagst du so kurz nebenbei, wir sind die Bezüge. Maurice macht das jetzt kurz und dann zeigen wir euch natürlich, wenn es fertig ist, das Endergebnis. Und ja, let's pimp! Let's get pimp! Juhu, Alter, es sieht so viel geiler aus, ne? Ja, Mann. Also wir haben den Bilderrahmen mit reingenommen und wir haben es am Bilderrahmen abgepasst. Also schreibt mir in die Kommentare, wie cool das jetzt ist im Vergleich zu vorher. Ey, und deine Oma hat das krank gemacht. Ja, Mann, es passt perfekt. Also vielen Dank, Omi. Jetzt passt farblich alles zusammen. Schreibt mal, wie ihr es findet in den Kommentaren. Ja, safe, Alter. Das ist so cool. Ich fühle mich wie in Paris. Okay. Okay, los. Jetzt überraschen wir Ivan. Jetzt geht die Party ab. Bevor wir Ivan jetzt aber überraschen, abonniert Caramella. Gleich kann der Ray starten. Maurice, wuh! Okay, Ivan weiß noch gar nicht Bescheid. Wir wissen noch gar nicht, wie wir ihn hierher locken, oder? Warum? Wir sagen einfach, komm in diese Tiefgarage. Was sollen wir sonst sagen? Machen eine geheime Übergabe. Die Bar steht, das sieht auf jeden Fall sick aus. Kriegen wir das hier vorne irgendwie hin? Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Das sieht voll kindisch und scheiße aus. Was soll das? Nein, sieht wirklich blöd aus, Kim, ehrlich. Leute, irgendwann, wenn ihr später erwachsen werdet, ne, und vielleicht seid ihr das schon, ne, dann wisst ihr, man muss in einer Beziehung auch Kompromisse eingehen. Das bin ich jetzt. Die Hälfte meiner Arbeit, ja, wird jetzt einfach zu, mit Füßen zertreten. Aber ja? Dafür sieht's gut aus. Das ist jetzt der? Der Wie-Club. Wie heißt der? Wie was? Der Wie. Okay, chillig. Also, dann bringen wir das jetzt hier an. Also, Leute, wir machen hier jetzt gerade erstmal den Soundcheck. Wir haben hier die beste Soundanlage, die es auf dem Markt gibt. Jetzt noch Disco Light und gleich kann die Party starten. Bist du bereit für die Party-Action? Ja. Die sind toll, oder? Die sind richtig edel. Weißt du, weil Ivan ist ja auch ein edler Mensch. Maurice hat ein Party-Crowd-Bild vorbereitet und wir beamen das einfach mit dem Beamer an diese Wand, also an dieses Dings. Und dann sieht es so aus, als ob in dem Hintergrund so voll die Leute feiern. Boah, das Licht haut auf jeden Fall rein. Ey, das ist cool. So chillig. Wir haben so viele verschiedene Lichter. Bin ich in einem Club? Bin ich in einem Van? Ich kann es nicht zuordnen. Boom, Alter. Das fühlt sich an, als würde ich meinen Feinden die Beine brechen, weil die so lauchig sind. Ha, macht jetzt Screenshot und postet auf Instagram. Wir machen jetzt hier noch die letzten Feinschliffe und dann können wir gleich Ivan schon anrufen. Ey, ich hab so Bock, jetzt hier richtig abzudancen, Maurice. Ey, wollen wir das für immer so lassen? Das ist voll cool. Lass durch Deutschland einfach eine Partytour machen. Boah, wenn das wieder geht, dann machen wir das. Also Leute, so sieht's noch aus, wenn es hell ist. Und so, boom, bam, klapp, Vibes. Okay, wir müssen kurz den Soundcheck machen und dann können wir Ivan jetzt sogar schon anrufen. Und dann geht's schon los. Okay, ich rufe Ivan an. Hallo. Hallo, Nado. Kannst du kurz uns helfen? Kannst du kurz in die Kleeblatt-Garage kommen? Ist
seid gerade angekommen? Ja. Dann ziehe ich mich jetzt um. Okay, beeil dich, weil es kalt. Tschüssi. Also Ivan atmet nicht. Wir haben ihm auch noch nicht gratuliert. Er denkt wahrscheinlich, wir haben seinen Geburtstag vergessen. Ne? Er kommt wahrscheinlich da durch. Nee, er kommt überhaupt. Nee, er kommt genau dadurch, dahinter. Achso, okay, sehr cool, auch gut. Eine Sache noch, man merkt so, dass wir in Hildesheim sind. Alle, die dran vorbeigehen, anstatt zu lächeln, weil es ja eigentlich eine coole Aktion so, es sieht ja witzig aus. Und alle gucken so grimmig und denken nur so, was soll die Scheiße? Man ist hier in Hildesheim nicht glücklich. Und dann kam der große Moment und Ivan ist angekommen. Alles Gute zum Geburtstag. Genau, das hat Mama zu dir. Komm in dein Party. In dein Party-Event. Das ist richtig cool. Oh. Alles Gute. Alter, das ist richtig cool. Wenn es die nicht gibt, dann machen wir die Party und sie kommt zu dir. Ihr seid richtig süß, Alter. Na, okay, dann jetzt erstmal. Richtig Wolle. Wir dich auch. Tschüsschen! Alles auf Ivan. Ivan-Party. Ivan, das ist ja cool. Okay, Prost. Auf einen vergesslichen Abend, Jungs. Ich hab ein paar Rufus reingetan. Ich muss dreimal schlucken. Okay, und jetzt machen wir die Musik ganz laut an und machen Party. Ah, ich bin voll gegen den Auspuff. Fotos. Fass mal ganz sanft hier drüber. Shitty, da ist echt ein Ei. Also wirklich, ohne Spaß. Ich werde es nicht sagen, wenn es nicht so ist. Aua. Ja. Das ist einfach ein kleiner also, Wurm. Aua, okay, aua, das tut weh. Ey, wir haben noch Geschenk für dich, Ivan. Ich noch ein Geschenk für mich. War das jetzt nicht schon Geschenk genug für mich? Das war ein Teil deines Geschenks. Achso, ja, das ist mein Geschenk. Genau, das musst du übergeben. Das haben wir. Ja, das sind die Ikea-Kekse, die sind auch nochmal lecker. Oh, ich kenne die doch, Mann. Ja, das ist eine Reaktion für einen Menschen, der Ikea-Kekse kennt. Jetzt ist ein Typ, der die Banane umarmt. Und dann haben wir noch hier ein kleines Geschenk für dich. Honey. Fun. Ach, das ist Dings oder Jenga-mäßig? Ja, und dann kann man da so Sachen draufschreiben, so trink einen Shot oder mach das. Ach was. Und dann muss man so würfeln und dann muss man das rausziehen und dann steht da eine Aufgabe drauf und dann muss man das halt machen, ne? Oh, das ist ja überkrass. Oh. Oh. Scheiße, Leute! Mann, nee, wir haben das Wichtigste vergessen. Kann ich ja meinen Personalausweis haben? Bist du überhaupt schon 38? Ah, du hast heute Geburtstag, mein Freund. Alles Gute zum Geburtstag, Mann. Hier, kriegst du eine? Für ein Bändchen? Du kriegst eine Wertmarke. Da schneide ich so rein, 100%. 100%, da schneide ich sowas von rein. 100%, ich schneide ich das rein. Ich bin richtig sauer, wenn du das rausschneidest. Du machst heute das Outro. Abonniert, like, teilen. Genau. Folgt mir auf Instagram. Ivan, was denn? Ja, genau, zum Geburtstag. Schenkt ihm vor. Genau. Und das war's. Peace, haut rein. Auf schöne Corona-Geburtstage. Und peace, haut rein. Ciao. Und in der nächsten Folge. Warum verbringen wir nicht mal eine Nacht an einem Spielzeugladen? Das ist ja auch schon seit einer halben Stunde Laden zu. Ich denke, das solltest du nicht tun. Einmal. Nur einmal. Ich denke, das solltest du wirklich nicht tun. Nur einmal gut gucken.